Ich bin Bastian Herbst und ich bin Kurator für Outreach im Humboldt-Labor im Humboldt-Forum. Also auf den ersten Blick sind das sehr schöne Objekte, die glitzern und bunt sind, in vielen Farben schillern. Aber gleichzeitig erzählen diese Objekte eine sehr dunkle Geschichte, nämlich die Geschichte der deutschen Kolonialpolitik im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die Objekte stehen in einem Zusammenhang mit dem Genozid an den Herero und Nama. Das erschließt sich auf den ersten Blick nicht, wenn man sie anschaut, denn sie sind wie gesagt sehr schön erstmal. Die Minerale sind gesammelt worden von deutschen Forschungsexpeditionen an einer Mine, die sich in Namibia befindet, wo zeitgleich Kupferabbau stattfand. Und um das Kupfer von der Mine an die Küste zu transportieren, musste eine Eisenbahn gebaut werden. Und diese Eisenbahn führte durch die Siedlungsgebiete von Menschen, die dort lebten, die Herero, die dagegen rebellierten. Und unter anderem wegen dieses Transports kam es am Ende zum Genozid an dieser Bevölkerung. Die Besucherinnen und Besucher sollten sich das Objekt anschauen, weil sie hier etwas über die koloniale Gewalt herausfinden können, über den Genozid an den Herero und auch den Nama, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Namibia geschah. Die Objekte befinden sich im Humboldt-Labor der Humboldt-Universität zu Berlin im ersten Stock des Humboldt-Forums.